Der 11. November, 11.11 Uhr. Karneval beginnt. Die Jecken haben Hochsaison. Während dieser Zeit erwirtschaftet die Stadt Köln nach eigenen Angaben über 330 Millionen Euro. Viele Unternehmer aus der Region haben deshalb zur Karnevalszeit ebenfalls Hochsaison. So auch Andreas Japs, Geschäftsführer der Firma Festartikel Zündorf. Während der närrischen Zeit macht der kleine Betrieb bei Köln rund 80% seines Jahresumsatzes. Und zwar mit dem Vertrieb von Karnevalskostümen, Perücken, Masken und Accessoires. Über 300 Artikel bestellen die Narren und Jecken dann täglich über den Online-Versandshop. Und in den beiden zusätzlichen Ladengeschäften herrscht ebenfalls Hochkonjunktur. Der Arbeitsaufwand war für das sechsköpfige Verkaufsteam enorm. Zum Beispiel mussten die Bestellungen über das Internet von Hand in mehrere Systeme eingetippt werden. Das kostete viel zu viel Zeit und Fehler blieben nicht aus. Das muss ja auch schnell gehen, weil um 17 Uhr kommt die Post und holt die Pakete ab. Also arbeiten alle in Zeitdruck. Dann ist es schon mal passiert, dass die Straße da stand, wo normalerweise der Ort hinkam. Erst nach Aschermittwoch blieb genügend Zeit, um die Zahlungseingänge zu überprüfen. In den Läden waren die Kassensysteme nicht miteinander verbunden, was letztendlich zu Mehraufwand und Zeitverlust geführt hat. Ein zentrales Vertriebssystem war dringend nötig. Ich wusste also wirklich ganz genau, was ich haben wollte. Ich hatte eine Firma dabei, die mir eine Software verkaufen wollte. Als ich alle meine Wünsche aufgezählt hatte, meinten die, ich hätte exotische Wünsche. Ich habe nicht mehr Wünsche wie andere Firmen auch, die gerne alles in einer gewissen Automatisierung haben möchten. Reinhard Oborski von Bob Systemlösungen hat viel Erfahrung mit den Problemen kleiner Unternehmen. Die Herausforderung liegt für ihn nicht darin, sie zu erkennen, sondern die Unternehmer von der Lösung zu überzeugen. Business One ist komplett für den Mittelstand konzipiert. Und wir müssen ja erstmal viel Überzeugungsarbeit leisten, dass, sage ich mal, der Marktführer für solche Systeme jetzt auch konzentriert im Mittelstand arbeitet. Und das ist ein harter Job, das können Sie glauben. Obwohl sich die Geschäftsbereiche unterscheiden, sind die Anforderungen der kleinen und mittelständischen Unternehmen fast immer gleich. Zeitintensive Prozesse sollen durch zentrale Softwaresysteme vereinfacht werden. So auch bei der Firma Zündorf. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist ja, dass wir die Prozesse so abbilden, dass Herr Japs dann auch einen Vorteil hat von diesen ganzen Systemen. Die SAP Business One-Lösung deckt bei Festartikel Zündorf drei Bereiche ab. Erstens den Webshop. Die Bestellung wird automatisch in die Kundendatei übernommen. Zweitens ein integriertes Lieferscheinprogramm. Und drittens ein zentrales Kassensystem. Man hat eine wahnsinnige Zeitersparnis und kann dadurch auch mehr Ware versenden, ne? Mehr Pakete am Tag rausschicken. Die Aushilfen, wir arbeiten ja sehr viel mit Aushilfen durch das Saisongeschäft. Die Aushilfen werden schneller eingearbeitet, kommen schneller mit dem Programm zurecht, weil es einfach sehr einfach zu handhaben ist. 8 Wochen blieben, um das neue System zu implementieren. Immer wieder wurden Testversionen überarbeitet. Für Kunden wie Andreas Japs ist die Arbeit an der Systemlösung eine ganz neue Erfahrung. Deshalb ist es für das Beraterteam besonders wichtig, sich auf jeden Kunden individuell einzustellen. Wir müssen erstmal klar machen, dass es sich um Organisationssysteme handelt, die den Unternehmen helfen, ihre Geschäftsprozesse eben ganz einfach optimal und sicher abzubilden. Technisch hat SAP das alles im Griff und unsere Aufgabe ist es dann, mit dem Unternehmen seine Prozesse für ihn optimal auszugestalten. Pünktlich zum Karnevalsansturm laufen die ersten Bestellungen bei Zündorf über die neue Software. In den vergangenen Jahren sind die Verkaufszahlen stetig gewachsen. Und jetzt kann der Betrieb die gute Marktsituation richtig ausnutzen. Für Kundenakquise, Werbung und neue Ideen.